Herbstanfang in der Fördestadt Flensburg. Sonne und Schauer wechseln in schnellem Rhythmus und am Horizont künden dunkle Wolken vom nahenden Sturm. Die Freizeitkapitäne in der Hafenspitze freuen sich über das ruhige Wasser. Sie genießen die letzten Turns, bevor die Boote für die kalte Jahreszeit eingemottet werden. Das maritime Flair lockt auch zahlreiche Spaziergänger und Touristen an die frühherbstliche Förde. An der Hafenspitze blicken die Besucher gespannt nach draußen. Dort tut sich was, das wollen sie nicht versäumen. Eigenartige Wirbel kräuseln das Wasser, Luftbläschen steigen auf und eine dunkle Flosse bricht durch die Wellen. Dann zeigt sich der Verursacher, taucht zum Atmen auf und präsentiert seine spitze, sichelförmige Finne. Eine Sekunde nur dauert das Schauspiel und schon ist der seltene Gast wieder verschwunden. Aufgeregt diskutieren die Beobachter. Was ist das? Ein Zwergwal, ein Tümmler oder gar ein Hai? Ursula Siebert, Spezialistin für Meeressäuger von der Kieler Universität, hat mir am Telefon erzählt, wer der ungewöhnliche Besucher ist und wie er nach Flensburg kam. Ja, wir haben Bilder gesehen von den Delfinen aus der Geltinger Bucht, Flensburger Bucht, und sind anhand der Bilder der Meinung, dass es sich um gemeine Delfinen handelt. Das kann man ganz gut daran erkennen. Einmal, dass es ein Delfin ist, diese flaschenförmige Schnauze, also der Schnabel, der mit Zähnen besetzt ist, und dass es ein Delphinus delphis ist, kann man gut daran erkennen, dass ein Streifen von dem Flipper zur Maulöffnung geht. Die Delfine kommen immer mal wieder in der Ostsee vor, wandern über die innerdänischen Gewässer, also den Kattegat-Skagerrak, diese Gewässer hinein in die Ostsee und halten sich dort zeitweise auf. Insofern sind diese Funde selten, aber nicht ungewöhnlich. Und den Delfinen, einer Mutter mit ihrem Jungtier, scheint es in der Förde zu gefallen. Während des ganzen Nachmittags ziehen sie die Besucher in ihren Bann. Irgendwann geht's dann zurück in die Nordsee. Gute Reise und schaut mal wieder vorbei.